Ein herzliches Willkommen zu Conan Exile. Hallöchen. Ja, ich habe hier ein paar Trommeln aufgestellt. Miro, guck mal. Ja. Das ist jetzt auch noch eine Sache, die ich noch unbedingt, genau, die wollte ich. Trommeln und so. Draußen habe ich ein bisschen dekoriert. Wir haben hier ein paar Öfen aufgestellt. Das wird hier die Öfenwand. Und ja. Weil du dich ja so fragst, wie man das ja macht. Muss ihn jedenfalls narkotisieren. Und dann Knüppel. Ich hab. Warte kurz, ich mach zuerst mal noch was anderes. Ich stelle etwas her, was du für die Schädel nutzen könntest. Jetzt ist Leila gespannt. Es ist. Solltest du irgendwie anscheinend hinbekommen. Kannst du aufstellen wahrscheinlich das Ding und dann einen Kopf drauf platzieren. Dekoration. Das sind halt die Spikes. So wie wir die immer am Anfang gesehen hatten. Jetzt machen wir das selber. Oder mehr gesagt, eher du. Immer diese miese Leila. Problem. Wahrscheinlich kann man dort ins Inventar und so und dann das hinzufügen oder so. Nee. Einfach draufschmeißen, Rechtsklick. Mit einem Schädel. Linksklick. Ich hab's gerade weggehauen. Ja. Wo ist noch eins? Ich mach mir den doch gerade selber. Okay. Ja, ich trinke ja schon. So. Ah, so wird das genutzt. Also. Sonst, wenn wir diesen Part eigentlich jetzt nur eigentlich nutzen, um. Einen Menschen zu knüppeln. Genau. Weil ultra lange Zeit habe ich selber nicht mehr. Ja, das Lustige ist, Miro muss arbeiten gehen. Sowieso, wenn ich sagen würde, wie viel Uhr jetzt wir haben und sage, dass ich jetzt bald arbeiten gehe, dann denkt sich jeder so, was machst du vor der Arbeit und Man wann? kann das nicht ausstellen. Was denn? Ich kann den Schädel da nicht reinstellen. Da stand doch aber. Tja, dann halt nicht. Aber es sieht doch auch schön aus, oder? Miro, mach mal eins und stell irgendwo ins Freie. Ich hab da nicht mehr übrig. Muss jetzt erstmal Äste holen. Ich bin so richtig mies. So. Ja, mein Bett. So ein schönes Ding. Da steht aber, dieses Bike kann dekoriert werden mit unterschiedlichen Schädeln. So. Es sollte gehen. Ich stell's dahin. Geht nicht. Ja. Überlagert, sagt er. Und 20 Äste sind weg. Anstatt zu. Das geht doch auch, glaube ich, zu zerlegen, glaube ich, wenn man E gedrückt hält. Oder so. Dann kann man die nochmal zerlegen. Da bekommst du ein bisschen was wenigstens zurück. Gerade Äste braucht man ja immer so lang. Das ist richtig schlimm in dem Game. Ich habe Totenköpfe wieder vorgestellt. Ist doch auch was, oder? Guck mal auf den Tisch, da stehen auch welche. Ja, das ist zumindest nicht mein Zuhause. Hier, tschüss. Jetzt hast du selber zugemacht. Ja, So. wollen wir da nachts gehen? Oder lassen wir es nachts? Ich verdurste, ich muss runter. Dann geh runter. Da drüben ist der Mond. Alter, der Mond, ne? Hast du mal gesehen, wie schnell sich der Mond bewegt? Kannst du jetzt hinterher gucken? Weiß gar Das. nicht, wo der ist. Ah, da, ja, der geht richtig schnell ab. Aber ist auch kein Wunder, du hast ja auch, glaube ich, eingestellt, dass die Nacht schneller geht, ne? Damals. Eigentlich habe ich es so eingestellt, dass er jetzt nicht mehr so schnell gehen soll, aber es tut es ja trotzdem. Es tut halt so wie davor noch eingestellt. Wahrscheinlich kannst du normale Köpfe drauflegen, aber keine mit Schädel. Er steht aber Skull, also allmöglichen Schädel.
Also wenn das Skull heißt, dann sollte man es eigentlich drauf machen. Ich mache mir was anderes. Also wenn du möchtest, können wir trotzdem los. Ja, wir könnten theoretisch los, ja. Ich muss jetzt auch was nur noch eine Fackel machen. Macht jetzt auch normal. Die gehen eh immer durchgehend kaputt. Das ist halt schlimm. Die Einstellungen von damals zerstören alles. Zumindest was die Fackeln angeht. Und wir sind auch zum Teil zu OP. Da oben war ein Dorf, das weiß ich eigentlich noch vom letzten Part. Ja, aber du kannst wahrscheinlich nur die, die draußen am Lagerfeuer hocken, knüppeln. Nicht die, wo... Hier rennt ich dahin. Ich renne nicht mal dahin, ich gehe ganz normal. Bist du so schnell? Ich bin einfach nur vorgegangen. Du bist auch genauso schnell wie ich, oder etwa nicht? Weiß nicht. Du siehst doch, ich lauf doch jetzt normal. Ich guck. Ja, wir sind ganz normal beide gleich schnell. Also, da gibt sich das Spiel nichts, das habe ich mir gedacht. So. Ich würde eigentlich sagen, bis zum letzten Typen und dann. Wie ist denn das überhaupt? Wenn ich das dann. Ne, ganz normal. Einfach niederknüppeln und dann. Ich knüppel fesseln. Einfach alle nieder. Ich mache Alleingang. Ja, dann nach links. Da sollte ein Dörflein sein. Links. Zumindest habe ich dort irgendwas damals gesehen, aber. Ja, da drüben sind sie auch. Ich knüppel dich! Werde ohnmächtig! Was hat er kurz gemacht, Alter? Ich glaube, die werden nicht ohnmächtig. Ja, aber davon schon. Davon schon. Wir haben davor noch ein paar Bossgegner, Alter. Ein paar Hyäne. Das ist ein großes Dorf. Wo willst du hin? Ach, da hinten. Ja, da sieht man ja das Licht. Deswegen habe ich es ja gesehen, weil auf dem Rückweg war es auch dunkel, deswegen habe ich sofort das Dorf gesehen. Du bist hässlich, dir gefällt es mir nicht. Ich probiere trotzdem mal. Ja, der sollte jetzt... Ja, sieht so aus. Komm jetzt! Ah. Schmeiß sie mal alle auf den Boden. Den anderen töte ich, wenn ich das kann. Ne, ich hau ab. Ich habe natürlich viel riskiert. Na, die beiden bringe ich um. Die sind wahrscheinlich gerade frisch aufgestanden. Ich tippe. So. Miro, komm, Alter. Warte. Ach, du hast einen bei dir? Ja, ich zieh ihn gerade mal mit. Ich hau gerade ein bisschen ab. Wenn die uns verfolgen, dann sollen die das tun. Hä? Ich sehe das Seil irgendwo, aber ist er bei dir oder wie? Ja, ich sehe. Hä, weil bei mir ist das. Wie sieht das richtig komisch aus? Weil er nicht mal bei mir da ist. Deswegen. Ich bleib jetzt hier oben stehen und guck, ob jemand uns verfolgt. Ne, sind weg, gut. Wir können es uns ja nicht erlauben, wenn die uns verfolgen. Was bist du? Hast du ein Pokémon, bist du?
Du kannst so viele Dinge tun. Wahrscheinlich sehe ich ihn erst dann, wenn du ihn entdingst. Oder so. Bei mir ist er, glaube ich, im Boden. Ja, ich ziehe den mit mir mit. Ich muss nur was bauen, wo ich den hinstellen soll. Ja, wir bauen einfach einen Quadratmeter und dann bauen wir ihn rein. Mit einem Fenster. Ja doch, machen wir doch so. Ich baue jetzt doch schnell ab. Dann machen wir ein Steinfundament und drumherum Wände und ein Fenster. Dings. Dann haben wir einen Kerker. Ich mache dann nur mal kurz. So, wir brauchen einmal das da hier. Dann brauchen wir einmal das da hier. Wir können davon eigentlich alles machen. So, dann drei davon. Und einmal bitte schöne Decke. Habe ich nicht schon die Decke gemacht? Ja. Das heißt dann einmal das da hier. So. Wo willst du die Zelle haben? Ich werde dir nicht zählen. Ich probiere was aus. Doch, ich stelle jetzt hier trotzdem eine Zelle hin. Zumindest eine halbfertige. Man kann den von jeder Seite dann angucken, leider. Ist das nicht schön? Wo ist er? Oh, jetzt habe ich das hier falsch gezogen, Idiot. Jetzt ist er hier drin. Komm mit. Hier ist dann die Zelle. Komm mit, Typ. Ich muss dich doch irgendwie... Wir haben den jetzt im Haus, ne? Ich krieg den da nicht raus. Junge. Sehe ich einmal, wie das Bausystem in dem Spiel ist. So, Laila, willst du? Wir haben einen Typ hier im Haus. Ich krieg den nicht raus. Wissen es. Ist irgendwie verloren gegangen. Ich sehe den immer noch nicht. Der ist hier drin, Alter! Ist immer noch angeseilt bei mir. Wir sind mir jetzt. Ist er hier im Haus und ich krieg den nicht raus. Da. Das ist bei mir immer unsichtbar. Wie können wir den überhaupt töten? Das ist bei mir unsichtbar. Dann ist ein Typ hier im Haus. Ich mach trotzdem die Zelle fertig. Ist mir egal. Ich wollte hier eigentlich was machen, so. Aber ich weiß nicht. Hier haben wir die geräumige Zelle. Ich frage mich, wie lange der bewusstlos ist. Das frage ich mich. Dann sehe ich vielleicht ihn endlich. Da kann ich ihn dann fesseln. Ja, wenn du ihn da rauskriegst. Ich sehe ihn auch nicht. Er ist bei mir halt unsichtbar, das ist halt das. Wahrscheinlich bleiben die einfach ohnmächtig bis auf unbestimmte Zeit. Oh, da haben wir eine schöne Aussicht auf die Zelle, guck mal. Schön so allein stehen. Alter. Ich könnte es ja mal nochmal probieren. Da schmeißt man dann gelegentlich verrottetes Fleisch zum Fressen. So. Miro, was bist du für einer? Das ist doch nur Spaß, Alter. So. Ich schick den nicht raus. Ich sehe den auch gar nicht, deswegen. Hä, jetzt ist er hier auch nicht mal angezeigt. Hast du ihn wieder mitgeschleppt? Nee. Ich habe versucht rauszuziehen. Bei mir ist er noch nicht mal. Weil sonst habe ich wenigstens seinen Namen hier gesehen, aber. Der liegt hier immer noch. Ich gehe mal jetzt eine Frau suchen, komm mit. Unten am See sind immer welche. Ich weiß auch genau, wo ich hingehe. Kommst du mit? Warte. Gehe ich mal jetzt noch einen Weib knüppeln. Bist du schon runtergegangen? Und sie. Bin ich hier? Da können wir die in die Zelle reinstecken. Wo bist denn du? Komm runter. Ich bin doch unten. Ja, ich komm runter, hab ich gesagt. Ich bin unten. Hier irgendwo sind Frauen. Und ich stehe auf Frauen jetzt hier. Tänzer werden vielleicht gar nicht so unschlecht.
Aua. Sei still. Sei still. So. Hier waren noch immer Leute am See. Wir waren eher weiter oben. Ne? Aber gut, keine Ahnung, wo hier jetzt überlebende Zivilisation ist, weil wir haben eigentlich so gut wie alles gekillt. Hier ist ein Krokodil. Die sind sowieso easy. Oh, ich hol mal deinen Schädelkrokodil, ne? Und deine Schuppen für keine Ahnung, für was man die braucht. Damit du selber keine Schuppen hast. Wir hätten Shoulders oder was? Das benutze ich immer. Nee, Quatsch. Das ist klar. Ja doch, kann man ja benutzen für die Haare. Ist sogar recht gut. Product Placement. Ich bekomme dafür 1 Milliarde Euro. Jetzt wisst ihr Bescheid. Da hinten sind welche. Wir kommen euch knüppeln. Ja, ich mit meinem Bike. Wir werden sie erst alle bewusst so schlagen. Ja, wenn das jetzt nicht so viele sind, dann ist das easy. Sind da nur 5. Alle bewusst so schauen. 4. Ihr denkt, ihr seid überlegen? Da ist eine Frau. Ja. Ich muss mal die Frau dingsen. Du sollst sie nicht totschlagen! Wie geht denn das überhaupt? Du drückst E und dann ziehst du sie mit. Also. Hier kannst du irgendeinen anderen mitnehmen. Ich nehme die Frau mit. Nimm die Blonden mit. Bei mir ist das total verbuggt. Du ziehst aber einen mit damit. Wenn du meine Sicht sehen würdest, ne? Ja. Wir beide ziehen irgendwie gefühlt den gesamten Felsen da drüben und den Berg mit uns. So sieht das gerade aus. Weil das Seil geht da durch den Felsen dort vorne. Dort vorne rechts. Da, wo ich gerade hingucke. Da. Da vorne. Irgendwo dort. Frage ist, was kann man mit denen jetzt anfangen? Einen Kerker stellen. Ich will eigentlich, dass sie was machen. Du willst immer so etwas. Ich meine doch jetzt nicht so diese Sachen machen. Nee, du willst immer etwas. Du willst immer, dass sie irgendwas machen. Anstatt sie einfach in Gefangenschaft leben zu lassen. Nein, sie müssen immer irgendwas machen. Sie machen doch gar nicht auf, dass jetzt wieder andere da jetzt im Haus wach geworden. Du bist schlecht von mir. Ach, das Interessante ist auch, wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann wird's dir kurz. Dann hast du kurz Unschärfe. Das ist auch ein interessanter Effekt. Jemand, der will noch Musik haben, ist der Typ im Haus wach geworden. Ich sehe den nicht. Ist ja eh woanders auf dem Server. So. Keine Ahnung. So, hab einfach ins Haus gestellt. Wahrscheinlich dann das nächste Mal, wenn wir kommen, dann sind wir voll am Kämpfen erstmal. Die Frage ist, was wir damit machen jetzt. Mit was? Ich werde online mal gucken, was man mit dem machen kann. Ja, das kann man dann nach diesem Part machen. Du hast dann genügend Zeit für Recherchen. Ist leider ja die letzte Aufnahme in der Aufnahmesession. Gerade wo es interessant wurde mit dem Klettern und unsichtbaren Bergziehen und so. Aber ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.